willkommen zu diesem neuen Video. Hallo. Ich bin jetzt wieder da. Ich war eine Woche lang auf Tour. Hast du mich vermisst? Nein. Hast du mich vermisst? Nein. Von 1 bis 10? Minus 3. Ach, wir haben heute was richtig Geiles vor. Du wirst ja auf eine Karte werfen. Da sind ganz, ganz viele Aufgaben bzw. Sachen drauf, die du bekommst oder machen musst. Das alles hier kann Ash theoretisch machen. Wir haben hier Freundinnen klären, wir haben Gucci, wir haben Apple, wir haben Haare schneiden, irgendwas Verbotenes kaufen, wir haben laut singen und ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch eine PS5 oder so. Also ich hoffe, du triffst sie nicht. Die Wand tut mir so leid, da sind schon so viele Löcher drin. Ich hoffe, du bist bereit. Was wäre so deine Wunschvorstellung? Was hättest du am liebsten? Boah, PS5, glaube ich. 3, 2, 1, deins. Die erste Sache hast du getroffen. Die allererste Sache ist direkt ein 100-Euro Amazon-Gutschein. Fängt richtig mies an für mich. Woran denkst du als allererstes? 60 Sekunden ab jetzt. 52, 51. Boah, Digga, Parfüm. Oha, oha, das ist ja schon fast das ganze Geld. Da waren zwei verschiedene, die sahen gleich aus, aber das eine stank. Das sollte 117 Euro. Das sind 17 Euro zu viel. Gibst du mir die wieder? Ja. Du entscheidest, okay, das passt. Jetzt? 117 Euro. Soll Ash mir 17 Euro wiedergeben? Kommentiert bitte mal. Nein. Hashtag ja, wenn er es zurückgeben soll. Und? Boah, das ist ganz eindeutig. An was denkst du so direkt, wenn du an irgendwas Verbotenes kaufen? Zigaretten. Was dürfte er schließlich niemals kaufen? PlayStation. Eine Vibe. Was? Vibe oder Vibe? Vibe, wie heißen die Dinger? Ein Vibe darf er sich auch nicht kaufen. Alles klar. Alkohol, Zigaretten. Okay. Schnucki, hast du noch was? Nee, also das ist schon das Wichtigste. Teure Klamotten. Drogen. Das kann ja lustig werden. Was willst du dir holen? Digga, woher kennst du sowas? Junge, das kann ich dir nicht bestellen. Er muss das Blaue davon. Woher kennt er die Sorten? Ich. Junge, du. Bestellen wir das, aber ich behalte einfach. Bro, jetzt wird es langsam nicht mehr lustig. Leute, rot oder gold, schreibt in die Kommentare. An der Stelle brechen wir es ab. Ich bin dran. Aber für mich wird es umgedreht. Wenn ich das jetzt treffe. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum sollen wir nach Bonn fahren? Ganz einfach, das heutige Video wird unterstützt von Genshin Impact. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass wir auch schon öfter was zusammen gemacht haben. Und zwar gibt es eine fette Veranstaltung in Bonn. Ganz kurz was zu Genshin Impact, ist ein kostenloses Open-World-Adventure-Game. Es gibt eine nice Handlung, man kann spannende Challenges bewältigen, man hat eigentlich immer was zu tun. Scannt jetzt den QR-Code, damit könnt ihr das Spiel ganz easy herunterladen. Chrissy und ich werden jetzt unsere Sachen packen müssen. Wir haben einen etwas weiteren Weg vor uns. Let's go. Wir sind in Bonn angekommen, ich habe richtig Bock. Ihr werdet gleich sehen, wo genau wir hingehen. Laut Handy sind wir jeden Moment da. Wow, wir sind echt schon da. Willkommen am Genshin Impact Food Truck. Hier geht's jetzt heute los. Wir haben noch was richtig Geiles vor. Was gibt's denn Schönes? Genshin Impact Food. Also wir haben hier so ein Mora-Medaillon, wir haben Shawarma-Rolle, wir haben hier Mandel-Tofu, Sakura-Mochi. Dann haben wir unten noch zwei Getränke, richtig geil. Und Leute, wisst ihr was? Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen. Und zwar, ich werde mir diese Shawarma-Rolle machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Jawohl, boah, geil. Erstmal ein kleines Willkommensgeschenk hier bekommen und einen Taste-Test. Den will ich mir wiederholen. Was sagst du? Richtig lecker. Ich weiß noch nicht, was da alles drin ist, aber ist geil. Okay, Nummer 1, 2, boah, so. Puh, ich werde noch Profi kochen, ich sag's euch. Boah, ich hoffe, dass das gleich schmecken wird, ne? Oh mein Gott, so ein paar Tomaten machen wir drauf. Boah, Zwiebel, richtig geil. Ich glaube, es wird richtig geil. Und ich finde vor allem für den Anfang hier geil, mit Essen begrüßt zu werden. Eine Shawarma-Rolle bitte. Kommt sofort. Einmal probieren bitte. Ja, schön, das sieht richtig gut aus. Taste-Test, ich hoffe, Chris ist nicht enttäuscht. Beiß rein, 3, 2, 1, deins. So, bin ich ein Profikoch oder bin ich kein Profikoch? Hm. Okay, die Genshin Impact Shawarma-Rolle scheint approved zu sein. Ich muss das jetzt öfter machen. Oha. Richtig gut, ne? Oha. 10 von 10. Okay, sag her, was wir da haben. Sakura-Mochis. Oh mein Gott. Sehen so gut aus, dass wir sie gar nicht anfassen. Oh mein Gott, sieht wild aus. 1 bis 10? 9. 9. 8 von 10. So sieht's auf dem Bild aus. Und so sieht's in echt aus. Falls ihr euch fragt, was wir jetzt noch machen werden, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Challenges und mehr machen. Übrigens bekommt jeder, der sich hier was zu essen holt, auch noch ein Los. Chrissy also auch. Greif rein, schau, was drin ist. Postkarte. Die Postkarte? Oh mein Gott. Hab mich für die entschieden. Wer seid ihr? Ich bin Scary Mush. Ich bin Kasua. Warum seid ihr hier? Ich habe das bei einer Freundin im WhatsApp-Status gesehen. Und warum bist du hier? Sie hat mich mitgezogen. Und was macht ihr hier? Verteilen Quests an die Spieler. Und wenn ihr diese Quests erledigt, alle vier, dann bekommt ihr ein paar Belohnungen. Was für Quests gibt's denn da so? Also ihr könnt Schere, Stein, Papier gegen uns spielen zum Beispiel. Wenn ihr dreimal gewinnt, habt ihr eine Quest erledigt. Wollen wir es euch ausprobieren? Schere, Stein, Papier. 2-1. Schere, Stein, Papier. Ruhig ja nochmal spannend zum Ende. Boah. Erste Quest erledigt. Quest wäre einmal hier auf der Bühne einen TikTok-Tanz. Boah. Zweite Quest geschafft. Musst du einmal das Portwort rufen, nämlich Paimon unter den Kirschblüten. Paimon unter den Kirschblüten! Eine Pose deines Lieblings-Genshin-Charakters. Sehen wir gleich aus? Nein. Bekommen was geschenkt. Poster darf ich jetzt aussuchen, dann steht aber das hier. Ich glaube, ich nehme das hier. Und Postkarten, zwei Stück. Der hellblaue müssen wir hier nehmen, die sieht schön aus. Die. Okay. Und die hier. Die sehen nicht nur aus wie Postkarten, das sind auch wirklich Postkarten. Die können wir nachher einfach... Ey, die schicke ich einfach oder so.
1 bis 10. Das rote eine 10 von 10 und das eine 9 von 10. Nein, das ist eine 12 von 10. Kurze Vorstellungsrunde, wer sollst du sein? Sarah aus Genshin Impact. Ich bin ja Emiko auch aus Genshin Impact. Gehen wir mal weiter. Ich bin Raiden Shogun. Ayato. Bewertet mal von 1 bis 10, wie gut sie die Charaktere getroffen haben. Fettes Dankeschön an der Stelle an Genshin Impact für diesen Aufenthalt hier in Bonn. Man hat richtig Bock gemacht. Die machen sowas öfter. Schaut mal gerne bei denen vorbei. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Übrigens, ich gehört, die machen sowas auch in Berlin. Also schaut gerne vorbei. Weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder nach Hause. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1 und... Boah, Digga, das kam ja instant aus deinem Arm raus. Ich werd arm hier heute, ich sag's euch. Was dachtest du denn so? Ich glaube, ich bin richtig am Arsch. Das Gute ist, Ash cool jetzt gerade noch bei den günstigeren Sachen, wie zum Beispiel Ladekabeln oder sowas. Ash will mich, glaube ich, echt hops nehmen oder so. Kannst du keinem erzählen, das ist doch nicht mehr normal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ash sowas hier ziemlich ausnutzt, oder? Kann das sein? Du kannst doch einfach nett sein und Ladekabel holen. 1 Terabyte? Okay. Ja, Bro. Ah! Ach du Heilige. Zum Glück hat Ash sich dann doch fürs Ladekabel entschieden. Hashtag Ehrenmann in die Kommentare. Und? Ja, Ladekabel. Ich zieh dich, da bist du. Ja, eigentlich waren alle bei McDonald's drin. Das zählt eigentlich schon, oder? Leute, kommentiert jetzt, lassen wir das durchgehen als Mac ist. Ich meine, es steckt zwar nicht, aber Junge, wie viele Löcher hat das McDonald's-Schild jetzt bitte schon? Ich hab Hunger, ist sowieso geil fürs Mittagessen. Ab zu Mac ist. Hallo, ich hätte gern einmal einen McFlurry. Was war dabei? Curry so. Süß sauer. Karamell. Sorry, Karamell. Okay. Wir heulen hier gerade alle, Alter. Mac Sunday mit Curry Sauce, bitte. Mein Kopf ging gerade einfach nicht mehr. Guten Appetit an der Stelle. Dankeschön. Und? Oh mein Gott. Ey. An wen denn? Ja. Das sehen wir jetzt. Nein. Gestehe deinem letzten Anruf deine Liebe. Wen hast du zuletzt angerufen? Mama. Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich. Ich will einen Kuss sehen! Ich will einen Kuss sehen! Mach mal diese Weile nicht! Ich bin nur im Zimmer, ne? Digga, wie geht's dir so von 1 bis 10? Hallo? Wie geht's dir? Gut. Größte Lüge überhaupt. Was? Was? Größte Lüge überhaupt. Bitte nichts. Boah, Digga, was ist das? Junge! Willst du mich arm machen oder was? Du hast hier so viele Sachen wie Haare färben, das kostet mich nichts. Laut singen kostet mich nichts. Haare schneiden kostet mich nichts. Freundin-Klein können wir eigentlich auch gerne mal machen. Ash, ich suche mir gerade schon mal einen Pulli für dich aus, der schick aussieht. Ich habe mal von günstig nach teuer sortiert. Das günstigste kostet einfach 920 Euro. Schere, Stein, Papier, wenn ich gewinne, dann kaufe ich dir das Ding nicht. Okay, mach Schere, Stein, Papier. 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 Ja. Au! Ah! Digga! Aua! Okay, ich habe gewonnen. Das heißt, Ash bekommt keinen Gucci-Pulli. Heißt, ich muss keinen 1000 Euro ausgeben. Geil! Ich kriege noch. Ma! Das oh, noch. Oh, warte, zwei Sachen getroffen. Mama beleidigen und Mediamarkt. Und Mediamarkt. Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die wolltest du die ganze Zeit treffen, oder? Mama beleidigen, let's go. Nee, du machst das. Ich habe es eigentlich oft genug gemacht. Was krieg ich dafür? 100 Euro. Abgemacht. Geh los. Ja. Na, so Toilettenstiefschlauch. Das ist ja sehr, sehr erfrischend, das von dir zu hören. Zucker. Lecker. Bleib mal was, bleib. Ey, du blöde Kuh. Oh, sag mal, spinnst du jetzt? Geh weg. Versprechung? Sag mal, du alte Hexe. Und, ey, komm her. Sag was, ich die nach. Also. Was? Boah, du alte Hexe. Bam. Ich die nach. Was? Das heißt, ich die nach. Was heißt das? Das musst du verpiepen nachher, wenn das Video ist. Was heißt das? So, noch milder ausgedrückt, so geh zum Teufel. Wir sterben, oder was? Nee, noch schlimmer. Verpiss dich. So. Nee, das ist viel schlimmer. Willkommen auf dem Mediamarkt-Parkplatz. Ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Was für Pläne hast du so? Ich weiß noch nicht genau. Aber es kann auch ganz nach hinten losgehen. Ich hab echt Schiss. So, let's go. Das wird bei Untergang, ich sag's euch. Geht los bei Smartwatch oder nee, iPhone? Willst du ein iPhone haben oder was? Wir sind mittlerweile in der PlayStation-Abteilung angekommen. Ash, was darf sein? PS5. For real? Ja. Oh mein Gott. Jetzt sind die so Reisetaschen, wenn man eine PS4 reinpacken möchte, oder? Das kommt mit ernst gemacht mit der PS5? Ja, safe. Wow. Hier gibt es Zubehör für PlayStation 4, hier gibt es eine PlayStation 4, aber irgendwie keine PS5 in der Nähe. Ich habe eine Frage, haben Sie noch PlayStation 5 vorrätig gerade oder muss man vorher bestellen? Wollen wir die dann nehmen? Ja. Bestellen? Ich habe eine Frage, hast du auch sowas wie PlayStation Plus drauf? Ich kann nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert ist. Du hast bald eine PS5. Wann hast du die PS5? Freitag. Digga, das hast du nicht mal aufgepasst gerade. Die haben gerade keine PS5 da, die sollen am 21. kommen. Das wird richtig geil. Ich würde sagen, du machst ein Video, wenn du die abholst, oder? Hä? Also, du kannst die abholen.
Du kommst mit. Deine PS5, die kannst du direkt mitkommen. Das Video eskaliert richtig. Wir haben gerade einfach schon die Bestätigung bekommen, dass die abholbereit ist, die PS5. Schaut auf jeden Fall bei Ash vorbei. Da werden wir ein Video machen. Wenn wir die abholen, machen wir wahrscheinlich morgen einfach. Ich hoffe, wir bekommen die hier oben auch nochmal zum Testen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.